Der Dieb. Ja, der sitzt da auf dem Hügel und chillt. Plötzlich gebrochen. Hatte ich dir nicht gesagt, du sollst was holen? Mein Gott. Nee, warte mal, da musst du erst mal mit mir kommen. Also hol. So, genug Pause. Anstrengend hier mit dem Typen. Das muss er selber machen. So. Da hab ich ihm extra sowas Feines angezogen. Hol Felsbrocken und lasse fallen. Die paar Meter schaffst du eh noch. Das wirst du ja wohl hinkriegen. Die Felsdinger liegen hier überall rum. Du kannst ja jetzt hier auch eine Spitzhacke finden. Kann man da jetzt hier random irgendwelche... Hier die Steine zerkloppen oder so? Ja. Ich bin ja gerade dabei, so meine Hütte ein wenig zu erweitern, ne? Es wird also ein bisschen größer, ne? Eins von den neuen Sachen ist ja hier zum Beispiel auch das Bett. Und ich will jetzt ja erstmal einen Steinboden machen. Warum auch immer. Und, ja. Mir dann hier irgendwie das Bett hinbauen. Kann ich das hier eigentlich... Ja, das kann ich nicht wegnehmen. Wie krieg ich das hin? Ich habe immer bloß jetzt so ein bisschen Platz. Ja, ich muss ja überall diese komischen, dicken Stämme hinmachen. Aber das Nest ja kein Platz. Weil ich... Brauche ja Platz für das Nest da. Ne? Ah! Ach, die Alte. Nee, macht mal nützlich hier. Sehr gut. So, pass auf jetzt hier. Warum ich das gebaut habe, kein Plan. Ach, ich mache hier so im Mischmasch, hä? Das passt schon. Das passt schon, hä? Jetzt bin ich mal auf die Idee gekommen. Jetzt lade ich dir drauf rum. Was machst denn du? Sind das hier alles für eine Größe? Ach komm, gib her den Scheiß. So, was ist jetzt hier? So. So. Ich löbe nochmal mit dem Schlitten. Ah, die Leute hier, also. Weißt du, Virginia kann ich ja auch mal ein bisschen nützlich machen. Die rennt hier rum mit der Knarre, das macht mich auch ganz nervös. Wieso kann ich jetzt hier einen Strand machen? Was sind das jetzt für Käse? Hä? Hast du da zwei oder ist das. Das Holz ist scheiße. Nö. Tschüss. Ja, aufs Nächste. Nicht das nehmen. Ach so, ja, ich löb das Licht hier an dieser. Ah, alles klar. Gut, 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 gut. Ja, jetzt habe ich das Problem erkannt. Diese Kante hat da noch gefehlt. Die muss weg. So. Was mich hier auch stört, ich habe ja hier die Zeit relativ langsam gemacht, ne? Und jetzt habe ich hier. Du kannst ja jetzt hier schon seit einer Weile nicht mehr so einfach aus dem See oder aus dem Fluss trinken, was ich ein bisschen blöde finde, ne? Fließendes Wasser und so. Sollte ja eigentlich sauber sein. Aber gut, man braucht den Topf. Und muss dann hier das Wasser erst abkochen. Und das dauert ewig. Jetzt köchelt jetzt so vor sich hin. Ich kann das jetzt auch nicht aufnehmen, bis ich das jetzt hier fertig gemacht habe. Also bis das Wasser abgekocht ist. Normalerweise müsste das ja in 5 Minuten fertig sein. Aber na gut, jetzt muss ich halt warten. Und kann in der Zeit halt nicht trinken. Außer meine 10.000 Dosen, die ich habe. Wo ist denn Kelvin jetzt hin? Ach, guck, der hat schon eine Steine. Ja, schön. Ja, Virginia überwacht den Dulli ein bisschen. Das finde ich natürlich sehr messe. Ah, echt, ja. Ich habe hier schon, was ich hier an Zeit reingehauen habe, nur um die Mauer zu bauen, ne? Wo jetzt hier schön die Vögel durchfliegen und sowas, ne? Und ich glaube, das ist immer noch zu niedrig. Aber erst einmal, ne? Immerhin. Das Einzige, was er wirklich kann, ist diese Felsbrocken anzuschleppen. Das kann er. Weil die Felsblöcke hier ständig auftauchen. Ah, du. Das ist so eine Arbeit hier. Das lebst du nicht, Höschen. Höschen. Ich warte ja mal, bis es hier anfängt zu regnen, hä? Also so langsam... Hält ja auch der Herbsteinzug, ne? Die langsam verändert sich das Wetter. Ja, es möchte Knochen. Ne? Die Bäume werden langsam bunt, also gelb. Ne? Es ist windig. Und bevor der Winter
bricht, möchte ich schon gerne wenigstens hier mal sowas wie ein Dach in Dinge drauf haben. Sowas. Blüpp. So. Ich möchte nämlich mal wissen, wenn ich jetzt hier das Bett hinstelle, wie baue ich dann das Dach drum rum? Brauchen mal ein bisschen Holz, ja, Bäume und so, ne? Das Rad haben sie ja noch nicht erfunden irgendwie. So. Jetzt hacken wir uns erst einmal so ein Bäumchen. Hauptsache, wir haben zwei Blätter gesammelt, das ist schon mal nice. So, jetzt müsste jetzt eigentlich hier. Ja, halt, nicht weg, nicht abhauen! Ich glaube, man kann sie drauf werfen, hä? Warte mal, wie ging das so? Hä? Magic! So geht das! Magic! Na, halt doch mal richtig zu! So. Aber warte mal, ich glaube, wir haben da eine Kettensäge. Oh, ey, der Wind, Junge. Ja, wunderhübsch. Oh, Rinde vom Ginter. Halt, nicht weggulern. Warte mal. Hüpp, hüpp. Magic hier, hä? Schön. Und treff hier. Das sieht geil aus. Und da freue ich mich, hä, wie so ein kleiner Knopf. So. Ist das jetzt schon voll? Ne, hä? Oder? Ey, der Klub, da passt da nicht mal was drauf. Wir machen mal weiter, ne? Ich mag das ja, ne, wenn man da so die Physik auch richtig sieht, ne, dass man halt auch sieht, ah, der Baum fällt auch wirklich. Hübsch. Jo, wir haben noch Platz. Ja, das Bauen, also ich finde das Bauen hier, das macht Spaß. Das ist schon okay. So. Ich glaube, eh noch passt bloß noch drauf, hä? Ja, das war's. Genau. Ja, das macht er nicht. So, das. Gelbin, der findest du eh nicht. Obwohl, ich kann dir mal sagen, er soll Holz suchen. Und mit ein bisschen Glück findet er den Spaß hier. Also, es ist auf jeden Fall ein Riesenaufwand, das Ganze aus Felsen zu bauen. Ich hoffe, das lohnt sich dann auch. Ups. Ah ja, ich habe den Zaun unter Strom gesetzt hier, ja, damit meine Anlage hier geschützt ist. Ich mal gucken, ob ich was sehe hier. Ja, einfach drüber hier, blüpp. So. Halt. Ach, die Physik hier, halt, das macht Spaß. So. Ich will jetzt ja bloß mal gucken, wie können wir das hier alternativ lösen. Ja, auch so. Was ist denn das für ein Käse? Hier den Zwischenraum. Ach, du machst das alles falsch. Nee, okay, also hier müssen wir wirklich Steine wieder benutzen. Na gut. Magic! Okay, also nehmen wir die Steine. Oh, wie lange das Wasser kocht, hä? Das ist ja nicht feierlich. Ja, es ist harter, hä? Felsen kann Kelvin. Aber er ist ja auch verwandt mit dem Stein, ne? So, was die Geschwindigkeit angeht, wie er denkt und so. So. Das mischen wir einfach durch hier. Holz. Steine, also. Müssen aufpassen, hä? Da macht mir Konkurrenz. Ist das sein Häufchen dann größer als meins? So. Oh Gott,
Alter, das ist so nervig. Für eine Reihe, wie viel brauchst du denn? Ja, viele. Ah, da ist man, da, in der Hinsicht ist man mit dem Holz besser bedient. Und man kann Kelvin ja jetzt auch den Auftrag erteilen, hier alles in Schuss zu halten. Ich mach das lieber nicht, weil der reißt es vielleicht noch ab. Ups, das wollte ich gar nicht. Komm her. So. Ich war jetzt, normalerweise, es war vorher so gewesen, ich war jetzt vorhin auch mal kurz in der Höhle drinne und habe vorher Kelvin den Auftrag gegeben, hier Felsbrocken zu sammeln. Vor dem Update war es ja so gewesen, dass der dann einfach aufgehört hat. Ne? Da hast du ein bisschen gegangen, da lagen zwei Felsen rum, bist du wieder gekommen, lagen vier Felsen rum. Also der hat nur, so lange wie du in der Nähe warst, gearbeitet, ne? Und ansonsten, ja. So. Was öff jetzt? Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt nehme ich das Neste. Eigentlich bin ich Kelvin. Ich pack das Neste an, jetzt fliegt in seine Einzelteile. Was ist denn das? Jetzt weiß ich, warum mein Sofa in Einzelteile zerfällt. Das gibt's doch wohl nicht. Was bin ich denn für ein Honk? Was ist denn das nur? Jetzt müssen wir ein neues Nest bauen. So ein Gulli. Ich will das ja bloß zu Testzwecken mal bauen, um dann zu wissen, wo baue ich. Gönn ich überhaupt hier? Ne? Ich will das hier an den Rand stellen. So. Geht das hier? Nee. Aber hier? So. An der Tür? So, ne? Ist natürlich alles kacke. Aber was soll's? Ja, von welchen? Hier sehe ich lieber als Stöcke rum. Jetzt los. Komm, ich hab noch Stöcke. Nimm doch mal die Stöcke. Was willst du jetzt haben? Was ist denn hier rum? Tötes Viehzeug. Jo, schön. Jetzt muss man, das ist ein Honk. Ist doch wohl nicht. Ah, zum Glück. Zum Glück ist nicht alles kaputt. Also kaputt schön, aber zum Glück ist nicht auseinandergefallen. Was will denn der jetzt? Na, da geht, nimm doch die Bretter. Wieso muss man das immer der Reihe nachmachen? Von nur Boobs. Das ist wie beim Ikea-Schrank, hä? Gott, ja, du, ach nee. Brauchen wir eh alles. Wieso hab ich ein Klebeband? Brauchen wir das Öl? Dann weiß ich gar nicht. Da ist das andere Fell hin. Ich hatte zwei Fell. Na, Kelvin, geht's da gut? Willst du das Fell hin? Ich hatte doch zwei Fell. Ist rausgeglitscht. Wo ist denn das Fell? Ich hatte zweimal Fell, das weiß ich. Aber das gibt's doch wohl nicht. Wieso ist denn das Nest nur auseinandergefallen? Einsammeln Tier heute. Das blöde Stück. Ich hatte doch hier ein Fell. Hör doch mal auf hier. Ja. Das macht mich doch mal nicht wuschelig. Das ist irgendwo. Ich leg mich am Arsch mit den Steinen. Was ist denn das nun? Ich hatte doch zwei. Das wurde aufgebaut. Jetzt fehlt uns jetzt. Ja. Jetzt müsste ich armseliges Vieh jagen oder was? Scheiße. Wieso kocht sich das nicht aus? Hier, wieso kann ich das hier nicht wegmachen? Wo will man hier, wenn das so gebaut ist, wo will man hier dieses Bett hinbauen? Wenn ich das jetzt weghacke, dann fällt das Ganze zusammen. Hört er auf. Das ist schön, wenn ich hier alleine das Neste berühre. Das gibt's doch nicht. Wo kriegst du jetzt Reh her? Oder Hirsch? Oder was auch immer? Ist das eine nervige Scheiße hier? Also, jetzt hab, komm her. Nee, komm her, auf mit dem albernen Scheiß. Was ist denn das hier? Gammel. Verdorbene Fleisch. Fallen lassen. Was piepst denn hier? Was ist denn ein GPS? Ja, im Winter kommt hier wahrscheinlich okay Reh oder sowas. Ja? Wie spät haben wir es denn jetzt? Wie spät haben wir es? Ja, wir haben es Frühling. Viertel nach Herbst. Sein Scheiß. Also, ein Tierfell, ja.
Warte mal, wir haben doch eine Schrotze. Pistole haben wir mit Laser. Ah, das ist irgendwie. Ich finde das Waffenhandling scheiße. Das funktioniert einfach nicht. Das ist Lippe. Ich kann natürlich so ein Reh auch mit der Granate in die Luft jagen. Bei meinem Glück jage ich mich selber in die Luft. Das ist bloß ein Schuss. Na, super. Jetzt musst du ja irgendwie ein Reh finden oder so. Ich hoffe, dass im Herbst noch welche da sind. Hier heute. Ich habe ja schon lange keins mehr gesehen. Muss das überhaupt ein Reh sein? Naja, es muss ja auch ein größeres Vieh sein, hä? Ja, Eichhörnchen, das reicht nicht. Das muss ich dann höchstens mit der Teigrolle. Damit das auf das Nest passt, damit ich meinen dicken Arsch drauf wuchten kann. Was ist denn da hier? Was steht denn da rum? Eine Batterie für Golfwagen. Das ist schön. Könnte ich mir nicht davon kaufen. Ja. Ja, nee, da will ich jetzt gar nicht rein. Ich suche ja ein Reh oder Hirsch oder so eine Geschichte. Ein Haufen kleines Viehzeug ist ja da, ne? Ah, du findest ja auch zum Beispiel im Winter, da findest du ja hier angeblich kaum Rotwild und sowas, ne? Aber wir haben es ja noch nicht Winter, wir haben ja Herbst. Da müssen die Viecher doch eigentlich da sein. Wieso findet man eigentlich so wenig dann? Macht doch keinen Winterschlaf. Halt! Scheiße. Ist das jetzt tot? Scheiße hier. Wieso geht ja nur ein. Was ist denn das hier? Wieso ist nur. Glücksblätter. Halt! Oh, wie. Ausgerechnet jetzt, hä? Nur Hösgras. Ist es doch. Ja, damit. Kostbare Munition. So, Tierhaut haben wir. Weg mit dem Körper. Blub. So, Fleisch. Jetzt können wir wieder zurücklatschen. Mein Gott, so ein Stress. Virginia könnte sich ja immer nützlich machen mit ihrer Knarre. Ja, das Neste baue ich natürlich nur wegen uns, nicht wahr? Und mit den drei Beinen, da kann sie ihn schon ganz schön einklemmen. Die Schnulle. Geht das überhaupt hier zu unserer Bude? Also fast. Oh, Aloe Vera, die nehmen wir mit. Da können wir uns wieder einen Gesundheitsboost basteln. Die Lichtverhältnisse und sowas, das finde ich schon geil. Das macht schon Spaß, ja. So, man merkt, ne, der Herbst kommt und so. Hui. Kelvin hat bestimmt schon wieder Häufchen gemacht. Ah, hier diese Felsdinger, hä? Die spawnen wie's böse, aber du brauchst auch echt viele Felsen, ne? Das ist gar nicht mehr feierlich. Guck dir das an, hä, wie fleißig der Kelvin ist. Ist schön. Kann ich mein Nest aber überhaupt fertig bauen. Ja. So. Was will ich jetzt mit dem Felsen? Achso, ich will ja weiter. Was will der jetzt hier? Warum will der das hier nicht machen? Warum nicht? Hä? Geht das hier nicht? Hier geht's. Hier brauchst du doch Holz oder was? Oh, ist das kompliziert. Jetzt geht's. Achso, da war was im Beige. Oh, shut the fuck up. So. Yay!
So, schlafen können wir hier jetzt erst einmal nicht. So, jetzt würde mich aber interessieren, wie kriegst du jetzt ein Dach drauf? Na, hier drin ist kein Dach. So, ne? Jetzt haben wir nämlich hier ein Problemchen. Ich brauche ja Platz fürs Neste. So, und jetzt, nu, jetzt, wenn ich jetzt hier unten, wenn ich jetzt so quer, also Balken mache, geht das wieder, das Neste geht wieder kaputt. Das nützt mir irgendwie dieser, was ist das, nach oben, hä? Was hat denn der jetzt gemacht? Der hat jetzt... Das ist ja oben überhaupt so ein Ding. Wieso... Hä? Wann hab ich das hingefuckt? Geh mal runter hier. Blüpp. Und nicht aufs Nest. Ja, was macht er jetzt? Ja, das ist schön. Und du? Was ist das nur? Oh, dieses Gebaue, hä? Natürlich, man kann sich ja auch ein vorgefertigtes Häuschen bauen, aber nee, ich will mich ja auch ein bisschen kreativ. Oh, Alter, der hüpft doch. Leck mich doch am Arsch hier. So, nu, jetzt hast du da oben so ein Ding gebaut. Was fangen wir jetzt mit diesem Ding an? Nicht. Ich kann es noch höher. Das bringt mir auch nicht. Da, für längs, klebt das doch irgendwie. Ich weiß nicht. Ach, Mann. Ja, das bringt... Nee, das ist... Nee, das geht auch. Das nee. Das bringt uns auch nicht, ne? Ich brauche ja Platz fürs Neste. Ja, schön. Nein. Ich bin so scheißblöde dafür. Genau. Ach, du hast nicht so viel Platz. Ja, aber nur... Ich brauche ja ein Dach. So, und jetzt hab ich ja keinen Platz. Ich werde bekloppt hier. Ist es geht, das reicht doch nicht. Ja, nu. Schön. Was ist das? Ja. Ich verstehe es nicht. Soll ich hier runterrutschen hier? Genau, mit nacktem Arsch rutschen wir runter ins Neste. Schön. So. Oh, ist nicht kaputt gegangen. Aber logischer wird es dadurch auch nicht. Warte mal, oder vielleicht so? Hier oben kann ich ja auch nicht mehr an. Hilfe! Hilfe, Hilfe! Oh, was ist denn das? Ja, das ist schön, das nützt mir doch. Jetzt hat er es kaputt gemacht, das nützt mir doch. Oh, ich brauch doch kein. Oh. Ich kapier's nicht. Ich bin zu dumm oder sowas. Nein, das brauchen wir auch nicht. Mensch. Ja, lass fallen. Ich verstehe es nicht. Das ist ja nicht Schlange. Vielleicht aus Stein. Magic! Oh, ist das schön hier. Vielleicht aus Stein. Das müsste doch irgendwie stabiler sein. Ich träume. diese Träume, das ist gar nicht mehr feierlich. Ich will es ja bis Winter fertig haben, aber das wird wohl nicht hier. Ja, pass mal auf. Wenn ich jetzt... Was ist das? Ja, das ist schön zum Stabilisieren, aber ich will hier oben weitermachen. Guck mal, da. Hier ist auch Stein. Aber da braucht halt immer diese Vierecke. Ja, nu. Ich bin zu dumm. Das ist das erste Problem. Einfach nach da, aber das ist zu kurz. Der Stamm ist zu kurz. Aber ich habe doch auch schon Videos gesehen, wenn ich das jetzt weghacke. Weg hier. Wenn ich das jetzt hier weghacke, bleibt da irgendwas stehen oder was wird das dann? Das geht gar nicht weg zu hacken. Ach, ich beschädige das bloß. Ja, jetzt machen wir nicht so das. Aber, ja, da geht alles kaputt, das bringt ja auch bloß nicht. Ich bin halt nicht so der Baumeister, ne? Ich baue zwar gerne, hab auch Ideen, aber irgendwie, ich mein, nee. Scheiße, ich treffe noch nicht mal Kelvin mehr hier. Bin voll am Eimer hier. Nee, warte mal, wir machen erstmal das Holz alle hier.
Knochen haben wir auch hier drin. Rennt der jetzt hin? Sind da meine Steine weg? Mein Gott, der. Ach nee. Bin so lost mit dem. Oh. Jetzt geht doch mal weg. Meine Güte. Ach, hier haben wir doch den Stein. Es ist schlimm. Ja, die Bank stört auch. Was ist denn die Bank? Die kann ich aufnehmen. Da meckert er nicht rum. Die zerfällt nicht. Aber das Nest da. Grauenhaft. Ja, machen wir wenigstens hier, hä? Ich weiß nicht, was das hier alles werden soll. Ich bin komplett ohne Plan, weil das ja nicht so funktioniert, wie ich mir das dachte. Ja, und nu, das ist doch nicht rollstuhlgerecht. Ich muss halt die Balken weiterbauen, das nützt ja alles nicht. Das ist doch irgendwie Gulli. Die Vögel, wie sie durchflitzen. Wie soll denn das Nest dorthin passen? Ich krieg's nicht hin. Irgendwas machst du verkehrt. Muss ich vielleicht den Boden dann wegnehmen? Ach, das, ach, der Experte. Jetzt sitzt der so mit dem Gesicht. Oh ne, ja. Und mit dem Stein in der Hand zum Kuscheln. Ich geb's auf gleich. Du brauchst tausende Steine. So, jetzt haben wir kein Holz mehr. Schön. Jetzt müssen wir hier eins dran klatschen und dann können wir. Das sind halt immer nur diese kleinen Vierecke, wa? Kapier's nicht. Kann ich das Nest ja nicht mehr anfassen. Ja, toll. Wenn ich das Bett jetzt anfasse, da fällt das wieder auseinander. Ich kann ja auch Balken aus Stein machen. Aber dadurch hast du halt auch irgendwie auch nicht mehr Freiheiten hier. Ja, wenn ich jetzt das so mache. Gucke mal, ich bin noch nicht mal fertig mit der Mauer, hä? Meine Kelvin, der bringt zwar schön seine Steinchen her, aber ein Bauarbeiter wird es nie werden, ich auch nicht. Das ist... Ne. Das hält. Schön. Wenn du das 2 Meter lang kriegst, dann kriegst du es doch bestimmt auch 6 Meter lang. Du kannst nicht mehr tragen, Kiesel. Scheiß nicht, Kiesel. Kieseler oder was? Kieseler Stein? Was will ich denn das verstärken hier? Jetzt muss ich das hier auch machen? Nee. Keine Sorgen. Du bist hier so lost, hä? Also ich zumindest. Andere feiern das, ne? Ich finde das Bausystem an sich finde ich ja mega geil. Ne? Physik und so, alles funktioniert, ne? Aber, naja, Statik. Sind mir zu viele Balken in der Mitte. Immer. Ich kann die nicht wegmachen irgendwie. Ich glaub, da, vielleicht hält's ja. Vielleicht sind deswegen die Querb. Ach, ich hab keinen Plan. Ich bin so raus hier mit dem Konzept. Ich habe am Anfang sollte es ja nur so eine kleine Hütte werden. Ne? Und dann, oh, neue Items und so, ne? Ja, wenn ich das hier verstärke, was denn dann? Nicht. Ja, nu? Könnt nur der Rest. Ich will. Ich. Das ist zu schmal. Jetzt müsste ich hier noch eins hin machen. Und das hier. Ach, hier geht's. Oh, nee, hier geht's nicht. Dann jetzt bitte übereinander. Das geht nicht, ne? Versteh's nicht. Lost, aber sowas von. Das glaubst du gar nicht, Blasehase. Ich will ein Dach. So. Und nu, wie machst du das? Was nützt das, wenn ich das jetzt dran mache? Nicht. Hier, da kannst du weitermachen. Bis darüber. Aber nee, der will halt, dass ich hier irgendwo, hier, ne? Wo das Nest steht.
Ach, ich bin so raus. Das gibt's doch wohl nicht. Kriegst du das nicht hin? Guck mal, hier ist irgendein Ball. Naja, nicht wirkliche Balken, ne? Ach, da schenkst du dir. Na, Kelvin, hä? Ich würde ja sagen, hol Holz, aber das kriegst du ja nicht gebacken. Hat aber eine Axt, aber trotzdem irgendwie. Hm? Ja, kaum sehe ich ihn, hä? Da rennt er dann los. Ich weiß nicht, wie kriegst du jetzt hier. Ist jetzt endlich mal das Wasser fertig? Ja! Wie nehme ich das? Ne, jetzt trinkt er. Da kochen dieses Wasser. Fein. Warte mal, da kann ich ja mal meine Trinkflasche auffüllen. Ja? Kochen Teilen halten Wasser. So. Sauberes Wasser gesammelt. Bisschen Hunger haben wir. Haben wir irgendwas Schimmliches? Ah ja, unser rohes Fleisch. Erstmal das. Also ich gönne mir nicht da. So, dann das restliche Fleisch, das hängen wir mal zum Trocknen her. Lop. 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 So, das muss jetzt eine ganze Weile hier abhängen. So wie Kelvin. Und hier hat es eigentlich, seitdem ich hier angefangen habe, noch nicht einmal geschifft. Ich frage mich, wofür ich eigentlich diese arme Schildkröte getötet habe. Ich warte hier, bis mal Wasser auftaucht. Eigentlich könnte ich mir das doch viel einfacher machen, ne? Du hast doch hier die Plane. Warum kannst du dir einfach die Plane nicht so spannen, dass sich in der Mitte Regenwasser sammelt? Das wäre doch viel einfacher. Aber dazu müsste es erstmal regnen. Oh, guck dir das an. Hast gesehen? Da hebt es auf, legt es hin und dann tut er so, als ob er was getan hat. Kriegt die Krise mit dem Gräbel. Ja, toll. So. Hier müssten theoretischerweise noch zwei Balken hin. Ja klar, als Stöckchen. Kann ich nicht den hier nehmen? Ja, hier, ich kann nicht keine Balken hinmachen, weil hier der... Hier könnte ich ihn hinmachen. Aber hier nicht. Wahrscheinlich, weil das Nest hier steht, wa? Ja, und wenn ich das jetzt wieder anfasse, dann ist wieder das Reh weg. Ich, ne. Also wenn irgendjemand Tipps hat, wie das funktioniert, bitteschön. Ich bin offen. Weil ich... Du hast sonst keinen Platz. Ich habe das ja drinnen schon versucht aufzubauen. Jetzt kann ich hier auch nicht mehr... Ich krieg das nicht hierher. Hier kann ich es stellen, aber hier nicht mehr. Wegen dem Nest, der war. Gib her. Er macht's kaputt! Oh mein Gott, du. Oh, du kriegst die Krise. Wieso ist denn hier Klebeband? Wo kommt denn das immer nur her? Hier, schnell. Jetzt ist wieder ein Fell weg, hä? Das Fell verschwindet. Ist nur ein Fell immer da. Okay, die Knochen an. Ja, und nu? Ich krieg... Warum? Ach doch, wir brauchen doch Klebeband. Ja, gucke mal hier so. Und nu? Oder wenn ich das hier drinnen reinstellen will. Ii. So hier, oder was? Was machst du verkehrt? Ich muss ja irgendwie... Das ist doch kacke. Das funktioniert doch nicht. Das ist ja dann in dem Balken hier drin. Ich muss doch den Balken bauen. Ich kapier's nicht. Ich bin zu doof oder sowas. Oder ich hab irgendwas nicht fit gekriegt. Ja, Bretter will da haben. Was hab ich denn jetzt hier? Was ist denn da jetzt kaputt gegangen? Hier sind doch Bretter. Was willst du denn jetzt? Da, Bretter. Will er nicht. Er will Stecker haben. Ist doch nur Bubs, was du nun nimmst. Das Fell. Ja, damit. Deine
Mutti hat Stecke gesammelt. Ups. Ich krieg's nicht hin. Ach, jetzt will er abwechseln. Hier muss er wieder Abwechslung reinbringen. So, hier, komm. Blöpp, blöpp. So, jetzt will er wieder Steckchen. Gott, das ist ein Käse. Ja, und nu? Warum machst du keine Steckchen rein? Ach ja, will er wieder Brett. Ich muss immer der Reihe nachgehen, so wie der das will. So, jetzt wird er Steckchen. Ja, richtig drauf, hey, mach's gleich wieder kaputt. Er will immer noch. Der Latten haben. Der Latten gehen nicht. So, komm. Oh, du wirst bekloppt mit dem neuen Nester. Noch ein. Oh, komm. Wir sind das letzte hier. Jetzt fehlt wieder was. Was noch fehlt? Ja, jetzt fehlt wieder so ein Stückchen Holz. Ja, was soll's? Wir brauchen Holz. Alter! Nicht so das hier. So, Holz. Nein. Jetzt brauchen wir vier Stück. Bitte das alles noch her. Sag mal. So viele Stöcke waren das doch gar nicht. Ich habe im Inventar da noch Holz gehabt. So. Ja, toll. Und nu? Ja, jetzt haben wir. Jetzt ist der Balken im Weg. Und nu? Den kann ich ja nicht wegmachen. Jetzt hätte ich beinahe. Weißt du was? Nee. Das ist das reinste Chaos, hä? Das wird doch nie was. Guck dir das an, siehst du, der hebt die auf von da, wo er sie hergenommen hat, tut sie hin. Komm, halt, Kelvin. Kelvin. Mach Pause. Ja, Licht hin. Das ist so belastend. Oh, du kriegst die Krise. Ah ja, so ein Dorf, aber ich glaube, das ist. Da kommt keiner mehr an, hä? Ach, da ist einer. Was haben wir denn hier? Bogen? Armtit? Seil. Der haut gleich ab. Naja, ich hab mir ja schon einen Namen gemacht hier, meine kleinen Sonnen. Das hier. Fleischtasche. Hey, die falten sich rum oder was? Da war noch einer. Oh, das ist ein Mutant. Blöde Kuh. Was ist das für ein Gerät? Wer, du dumme Sau? Oh, die hat's aber erwischt. Hey, die hat doch noch ein Pfeil von mir gehabt. Weg ist er, mit seinem nackten Arsch. Okay, Feuer hier oder sowas? Mein Gott, hier, die denken aber nicht. Ich glaube, da kann ich jetzt auch keine Rüstung draus machen, hä? Das ist doch irgendwie ein neuer Mutant, hä? Oder öff. Orange gesehen, das Viehzeug. Einsein. Mit der Konserve. Das kann ich irgendwie kaputt machen. Oh, Kisten. Bist du für eine undankbare Drecksau? Ich hab dem geholfen, halt dem Penner. Das? Achso, Enterhaken. Brauch ich alles gar nicht, hab ich alles schön. Will der sich ein? Die oder das? Kopf abgehakt. Ach, die Physik, die ist einfach herrlich hier drin. Lol. Na, warte mal. Ich glaube, wir brauchen ein bisschen Rüstung, hä? Ich hab doch gerade mal was gesehen. Aus dem Augenwinkel, da kam doch jetzt noch ein Udo. Oh ne, Kelvin. Kelvin. Wieso rennt er mir hinterher? So, jetzt nehmen wir da Bubi und Blub. Zum Glück ist es keine Granate, wa?
Ach doch, er brennt schön. Ein bisschen Zeit ziehen, wa? Rolle, Rolle, Rolle. Ding. Und wir haben hier noch was zu futtern. Aber das essen wir nicht, weil dann kriegen wir ja wieder Durst. Stöck. Kann ich mir vorstellen, wir können es gebrauchen. Mal gucken, was hier drin ist. Tuch. Draht. Und noch mehr Seil. Und Geld. So, Knochen. Ach, wir haben schon genug Knochen. Ja, dann machen wir mal ein bisschen Rüstung hier, würde ich mal sagen. So, da machen wir nochmal Seil. So. Ja, so langsam stellt sich der Automatismus ein, ne? Dann macht er das auch immer schneller. So, das reicht auch schon mal. Nur noch ein paar Knöchelchen einsammeln. So. Oh, da liegt hier mitten in den Leiden. Oh, yes. Na, so ist ein Zelt, das brauchen wir ja nicht, haben wir ja. Und nur eh noch hier gewesen, ne? Was für eine arme Suppe. Ich brenne. Ja, nö. Ja, geh ins Wasser. Komisch, ich nehme gar keinen Schaden. Habe jetzt gar keinen Schaden genommen, hä? Hm. Ich bin feuerfest! Wuhu. Jetzt wollte ich gerade sagen, gehen wir mal wieder zurück zur Boot und gucken, wie weit Kelvin ist. Aber Kelvin macht da Pause. Indem er hier doof hinter mir herrennt. Ist ja auch nicht so der Hit, ja, wenn ich in der Nähe von diesem Dorf bin. Aber die haben mich hier schon eine ganze Weile hier nicht mehr angegriffen. Also wir brauchen unbedingt mehr Gedöns hier. Lass mal ja die Knochen ein. Das Ding ist, wenn ich hier angegriffen werde, dann machen die ja auch die Ständer hier kaputt. Deswegen will ich ja hier die Mauer bis hierher machen. Ne? Bis hierher. So, und dann fertig. Hier brauchen wir nicht, weil hier steht alles unter Strom. Es funktioniert. Darum geht's. Ne? Man muss es ja immer mal testen. Ich konnte es bis jetzt an den Puppis. Puppis auch schön hier. Ich konnte es bis jetzt an den Kannibalen halt noch nicht testen. Ne? Ja. Also, wie gesagt, ich weiß nicht, wie ich das hier. So hier vom Platz. Wäre es doch eigentlich ideal. Aber irgendwie bin ich zu blöd, ja? Vielleicht hat das doch irgendwas mit den Querbalken zu tun. Ich weiß es ja nicht. Ich bin da halt lost. Ich bin da raus. Kelvin hat jetzt erst mal genug Steine gesammelt. Obwohl, genug Steine kann man nicht haben. Das sind hier bestimmt um die 1000 Steine, die ich bis jetzt schon verbaut habe. Wenn nicht sogar noch mehr. Das hat Stunden dauert das ja, ne? Ich weiß es. Ich gucke mal jetzt hier. Könnte ich das wieder nach oben bauen, ne? Aber du hast... Das ist halt zu... Nee. Das wird doch nicht. Jetzt haben wir die Bude hier dicht gemacht. Ich brauche ja Platz. Guck mal, du hast halt immer nur dieses ganz kleine bisschen Platz. Was ist das? Ach so, da steht so da. Gut. Irgendwas machst du verkehrt. Irgendwas machst du verkehrt. Ich kann das ja jetzt auch nicht wegruppen, ne? Da, ne? Da reißt ja hier die Decke wieder ein. Verstehst du nicht. Das ist alles zu enge hier. Ich brauch Platz. Wie krieg ich das weg, ohne dass das alles zusammenfällt? Ist das eine tragende Säule? Ich probier's lieber nicht aus. So. Ja, ansonsten sind wir soweit fertig. Naja. Noch lange nicht. Die Vögel hier, was ist das für eine Seuche? Immerhin, ich kann hier hochlöfen. Oh, wie schön. Kann ich das hier abstellen? 100 Watt. Was? Ich könnte noch mehr verlegen. Ich glaube, wir haben nur noch welche. Ich wollte eigentlich mal Schluss machen, wenn wir Grundsätze dichten. Okay, jetzt steht das so da.
Wieso steht das auf immer so da? Ach, wir haben bloß einen. Das wie ich jetzt so hab mit der Golfwagenbatterie. Kann man die aufladen oder was? Die kann man aufladen hier! Lol. Aber hier irgendwie nur eine, hä? Oder wenn ich das jetzt. Ja, wird er öff. Ne, hier da. Das geht auch. Ah, hier kann man die Golfwagenbatterien aufladen. Wieso kriegst du keinen Stromschlag? Da kriegst du keinen Stromschlag. Ah, Kelvin kann ja auch das gelbe Wasser saufen. Wo geht denn der jetzt überhaupt hin? Ja, bleib auf der Wiese stehen. Alles wird gut. Der Piepmatz! Ein Matzpiep. Ja, ansonsten. Ich weiß nicht, was das hier noch werden soll. Ach, der Kelvin, hä? Und der kommt ja über die ganzen Hindernisse drüber. Der zeigt mir, dass das ja scheiße ist, was ich gemacht habe. Ich weiß nicht, wie ich das hier bauen soll. Also, ne? Das ist ja das, ne? Das ist, nee. Irgendwie funktioniert das nicht so, wie ich das will. Wo ist Virginia überhaupt hin? Die Schnulle. Das müsste doch. Es wird angezeigt, dass sie hier ist, oder? Oder ist das Kelvin? Das ist Kelvin, hä? Wie bin ich das? Nee, Kelvin wird mit K angezeigt. Und das Goldene müsste ja Virginia sein. Aber wo ist die? Nee, das ist nicht Virginia. Virginia, wo ist denn die? Der hat aber auch so einen Chip gegeben. Nee, irgendwas ist hier drin. Jetzt muss ich das wissen, was das ist. Virginia? Ist die Blume? Hä? Wie sind die Olde? Ist das irgendwie die Mauer eingearbeitet oder was? Ja, anscheinend schon. Einstein. Ist das der Schlitten? Ja, das ist eine lustige Bausendung gewesen. Tool Time! Und baut mich nach und den ganzen Scheiß. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Das Neste! Ja, deine Mutti. Jetzt rupfst du ja auch noch das halbe Haus rum. Wieso? Und für längs ist das doch. Für längs. Ja, aber da ist auch nicht breiter. Die Breite ist es ja. Darum geht's. Geht nicht klar, kriegst du nicht hin. Ja, was machst du jetzt hier mit dem ganzen Holz? Ach, doch Arsch, ja. Ja, genau, Jane. So, ja, keine Ahnung, wie ich das. Ich mach mir Kopf. Irgendwie klappt das schon. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.